Und jetzt kommt der längste Tunnel Madeiras. Hier kann man schlafen. 3168 Ort heißt Holz. Das bedeutet die Holzinsel. Ile heißt Insel. Ile da Madeira, die Holzinsel. Genau, weil ziemlich viel und gutes Holz haben die erst Portugiesen hier gefunden in dem Lorbeerwald und haben sogar genommen, um Schiffe, Segelschiffe zu machen, die Karawanen. Und auch das Holz wurde verwendet in Gebäude, in Kirchen, in Festland, außer natürlich hier auf Madeira, auf der Insel. Namen von Ländern, Städten und so weiter. Sich ändern, ne? Genau wie die Gländer, die sagen anders, die sagen Madeira, ne? Die Franzosen sagen Madère, ne? Die sagen und schreiben anders. Chinesen weiß ich nicht, aber vielleicht Madeira, ne? Weil das R ist schwer zu sagen für die Asiaten. Sowieso ist passiert mit deutschen Namen, ne? Sie sagen Deutschland, aber Germany, ne, auf Englisch. Und auf Portugiesisch Alemania. München heißt Munich, ne, auf Portugiesisch Monique. Was ich am besten habe, ist Stuttgart und Frankfurt. Stuttgart heißt Stuttgart in einer anderen Sprache. Wissen Sie welche? Stuttgart. Ich bin da als Au-pair-Mädchen gewesen, ne? Schon lange her. Und auf Portugiesisch, es klingt noch anders. Stuttgart heißt auf Portugiesisch Estugarda. Und Frankfurt heißt Frankfurte. Das heißt, es kann sich ändern oder schriftlich bleibt nur anders ausgesprochen. Deshalb ist nicht falsch, wenn Sie auf Deutsch sprechen und sagen Madeira. Klar, wenn ich ein Wort, ein Satz sage auf Portugiesisch, ich gebe ein Beispiel, wenn ich sage auf Portugiesisch, ich bin auf Madeira gewohnt, ich sage so auf Deutsch, aber auf Portugiesisch sage ich Irneschi na Madeira. Ich sage nicht halb-halb, ne? Halb Portugiesisch, halb Deutsch. Mhm. Auf Englisch dann wäre schon was anderes. I was born in Madeira. Das klingt schon wieder anders. Deshalb ist nicht falsch. Viele, viele Gäste denken, dass Madeira nicht ganz richtig ist, aber doch, es ist richtig. Je nachdem, auf welchem Satz, auf welche Sprache Sie den Satz sagen. Nur sagen Sie nicht zu Hause, dass Sie auf der Holzinsel gewesen sind. Denn niemand kennt, weiß, wo das liegt. Also Holzinsel ist die Übersetzung. Weil Madeira oder Madeira bedeutet Holz. Da sehen Sie links die Straße zum Adlerfelsen.